Seht ihr diesen Gesichtsausdruck? Diese Mischung aus Trauer und Zorn in der Miene von Rhaenyra Targaryen verheißt nichts Gutes für die Zukunft von Westeros, denn jetzt wird es ernst in House of the Dragon. Der Prequel-Serie zu Game of Thrones ist es in der ersten Staffel gelungen, mit der Vorgeschichte der Targaryen-Dynastie eine fesselnde Story zu spinnen, die den Ärger um das verhunzte Finale von Game of Thrones fast vergessen lässt und definitiv Lust auf mehr macht. In der ersten Staffel hat man sich vor allem viel Zeit dafür genommen, die wichtigsten Charaktere einzuführen und die bevorstehenden Konflikte vorzubereiten. In der nächsten Staffel können Fans dafür auf ein groß angelegtes TV-Spektakel hoffen. Im folgenden Video werfen wir einen kleinen Blick in die Zukunft und verraten euch, was uns in der zweiten Staffel erwarten wird. An dieser Stelle warnen wir euch aber ausdrücklich vor Spoilern. Wer die erste Staffel von House of the Dragon noch nicht komplett gesehen hat, sollte sich das Video zu einem späteren Zeitpunkt ansehen. Jetzt zu spekulieren, wie es in der zweiten Staffel weitergehen könnte, macht an dieser Stelle nur wenig Sinn, denn die Serie basiert ja bekanntermaßen auf George R. R. Martins Buch Feuer und Blut, in dem die Historie der Targaryen-Dynastie in Westeros nacherzählt wird und wodurch die weitere Handlung der Serie also per se bereits vorgegeben ist. Wer das Buch zwar nicht kennt, aber dafür in Game of Thrones gut aufgepasst hat, könnte bereits ahnen, wo die Reise hingehen wird. Wir werden die dazugehörigen Ereignisse und Wendungen an dieser Stelle aber selbstverständlich nicht spoilern. Die erste Staffel von House of the Dragon diente vorrangig aber natürlich als große Vorbereitung für den Tanz der Drachen, der berühmt-berüchtigte Targaryen-Bürgerkrieg, bei dem die Grünen und die Schwarzen um die Krone in Westeros kämpften. Falls einige von euch mit den Bezeichnungen die Grünen und die Schwarzen erstmal nichts anfangen können, dann ordnen wir diese beiden Gruppen an dieser Stelle nochmal kurz für euch ein. Bei den Grünen handelt es sich um die Fraktion in Westeros, die glaubt, dass Aegon II. Als erster männlicher Nachkomme von Viserys I. den eisernen Thron besteigen sollte, während es sich bei den Schwarzen um die AnhängerInnen von Rhaenyra handelt, die ursprünglich von ihrem Vater als offizielle Thronerbin ernannt wurde. Die Begrifflichkeiten stammen dabei von einem Turnier aus der Buchvorlage von George R. R. Martin. Bei diesem öffentlichen Ereignis trug Alicent Hohnturm ein grünes Kleid, während Rhaenyra ein schwarzes Kleid trug, was sich damals augenscheinlich ins Gedächtnis des Volkes eingebrannt hatte. In der Serie sehen wir Alicent erstmals in der 5. Folge in einem grünen Kleid auftreten, als sie durch ihr verspätetes Erscheinen beim Hochzeitsbankett die Rede des Königs unterbrach und sich alle Augen auf sie richteten. Dieser Moment war als eine Art Kriegserklärung an Rhaenyra zu verstehen, da die Farbe Grün bei den Hohenturms genau dies symbolisiert. Eine Kampfansage. Die zweite Staffel wird sich nun also dem besagten Tanz der Drachen widmen, dem epischen Bürgerkrieg zwischen den Grünen und den Schwarzen, der auf den Tod von Viserys I. folgte. Bisher hatte sich dieser Konflikt nur schleichend angedeutet, doch jetzt, nachdem die Grünen Aegon II. Unrechtmäßig zum König krönen ließen und Rhaenyras Sohn Lucerys durch Aemon Targaryen ermordet wurde, ist dieser endgültig eskaliert und wird in einen groß angelegten Krieg münden, in dem sich die Häuser von Westeros auf beiden Seiten gegenüberstehen werden, je nachdem, welcher der beiden Fraktionen sie die Treue geschworen haben. Die Buchvorlage lässt für die Zukunft der Serie dabei auf große Schlachten, tragische Wendungen und Game of Thrones typische Schocker hoffen, die auf jeden Fall noch für eine Menge Spannung sorgen werden. Showrunner Ryan Condal hatte zudem bereits verraten, dass es ab sofort keine größeren Zeitsprünge wie in Staffel 1 mehr geben wird und man ab jetzt eine eher traditionelle Erzählweise verfolgt. Die Zeitsprünge in Staffel 1 dienten in erster Linie dazu, dem Publikum die Komplexität der Charaktere und ihre Motivationen zugänglich zu machen und die Hintergründe für den Tanz der Drachen aufzuzeigen, während sich die zweite Staffel nun ausgiebig auf diesen Krieg konzentrieren wird. Nach der ersten Staffel stellen wir an dieser Stelle mal die gewagte These in den Raum, dass House of the Dragon tatsächlich das Zeug dazu hat, am Ende eine bessere Serie zu werden als Game of Thrones. Da es sich bei der literarischen Vorlage Feuer und Blut nicht um eine umfangreiche Romanreihe wie Game of Thrones handelt, sondern um eine zusammengefasste Chronik der Targaryen-Herrschaft in Westeros, lässt dies der Serie zwar viel Spielraum für zusätzliche Handlungsstränge oder kleine Abweichungen, trotzdem ist der Weg der Geschichte bis zum Ende bereits komplett vorgezeichnet, was die Serie in dieser Hinsicht ganz klar von Game of Thrones unterscheidet. Denn während die Mutterserie für den Großteil ihrer Laufzeit zwar auf viel Begeisterung stieß, so war das Publikum doch vor allem von den letzten beiden Staffeln sehr enttäuscht, die dann auch noch in ein gehetztes Hollywood-Ende mündeten, das von Fans nahezu in der Luft zerrissen wurde. Hier fehlte natürlich bekanntermaßen die literarische Vorlage, da George R. R. Martin die Buchreihe bis heute nicht vollendet hat und Fans schon seit über 11 Jahren auf den 6. Band The Winds of Winter warten.
Die Verantwortlichen bei Game of Thrones hatten mit der Serie also die Handlung der Bücher bereits eingeholt und waren deshalb gezwungen, sich zu großen Teilen selbst ein Finale für die Geschichte zu überlegen, was am Ende leider absolut in die Hose ging. House of the Dragon hat hier also einen ganz klaren Vorteil, denn die MacherInnen können sich an einer bereits auserzählten Geschichte orientieren und laufen somit nicht Gefahr, die Fans der Vorlage zu verärgern. Anders als bei Game of Thrones wird es nicht nötig sein, sich unter Zeitdruck ein eigenes Ende zu überlegen. Stattdessen kann man sich weiterhin genügend Zeit für die Charaktere nehmen und sich auf eine gerechte Umsetzung der Geschichte konzentrieren. Dass die Verantwortlichen dazu in der Lage sind, haben sie mit der ersten Staffel ja bereits beeindruckend unter Beweis gestellt. Die Serie hat also durchaus das Potenzial, am Ende sogar besser zu werden als Game of Thrones. Ob es auch wirklich so kommt, wird die Zukunft zeigen. Es klingt jedenfalls so, als erwartet die Fans noch eine Menge, auf das sie sich in der zweiten Staffel freuen können. Allerdings gibt es bei der ganzen Vorfreude auch einen Wermutstropfen. Denn bis wir tatsächlich neue Episoden zu Gesicht bekommen, wird wohl noch einige Zeit vergehen. Die Dreharbeiten für Staffel 2 sollen nämlich bis Sommer 2023 andauern, wodurch wir wohl frühestens in 2024 mit einer Fortsetzung der Geschichte rechnen können. Wenn ihr noch mehr News und Hintergründe zu House of the Dragon haben wollt, sowie zu vielen weiteren Filmen und Serien, dann findet ihr diese wie immer bei uns auf kino.de.